Herzlich willkommen, Freunde, zurück. Hier ist euer Mann der guten Laune, euer Mann der frohen Natur, euer Mann in der Natur. Und wir sind immer noch in Schönberg und jetzt wird's ganz für alle Historiker da draußen. Jetzt wird's ganz historisch, Freunde, denn in Schönberg gibt's ja den Eulenbach. Und ich habe ja vorher gesagt, eines der ältesten Narrensünfte hier bei uns in Schönberg. Es gibt ja zwei Vereine und das sind die Schönberger Narren und zwar mit ihren Eulenlochhexen und die entstehen am Eulenloch sozusagen und wir sind jetzt nicht am Eulenloch, aber das ist der Eulenbach und ihr seht von diesen Wiesen da hinten läuft, da entspringt der Bach, das hier ist der Fluss oder der Bach und damals gab es eben eine mega Überschwemmung und wenn ihr denkt, hier hört es jetzt auf und läuft irgendwo im Kanalsystem, nein, ihr seht, alles friedlich, noch ist hier die Hochwasserfront nicht so weit, dass Sandsäcke hier verteilt werden müssen, aber das hier ist eben der Bach, der durch Schönberg läuft, der läuft jetzt hier hinten entlang, dann geht's in die Dorfmitte und da können wir auch kurz vorbeischauen, denn der Bach wird dann immer breiter, immer größer und dann geht's durch den Wald, praktisch hier durch Schönberg durch den Wald hinab nach Unterreichenbach und je mehr Wasser, natürlich umso höher der Pegel. Und damals gab es eben die Jahrhundertkatastrophe in Unterreichenbach und hier in Schönberg. Auf dem Berg wohlgemerkt gab es auch Hochwasser. Und das war so extrem, dass in Unterreichenbach, wie gesagt, eben alles zerstört war. Die Straße hat sich geteilt, die Brücken waren abgerissen in Kapfenhardt. Die Kapfenharter Mühlen waren überschwemmt und es war eine Naturkatastrophe, Felsbrocken, Meter hoch, Meter groß auf dem Sportplatz in Unterreichenbach. Da hatte ich ja schon erwähnt, da saßen wir ja sogar schon und sind drin rumgewartet im Bach, als die Felsbrocken ankamen. Das habe ich ja in einem anderen Video schon erwähnt gehabt. Und da habt ihr es ja gesehen, was für ein Durchmesser das Ganze hatte. Und hier ist eigentlich der Ursprung. Aus so einem kleinen Tümpel, was man eigentlich denkt, entsteht ein ganzer Fluss bei uns. Und ja, wie gesagt, das ist der Eulenbach und am Eulenloch da hinten unten, da sind die Eulenlochhexen entstanden. Und ja, ihr seht, also die Schönberger, zumindest die Schönberger Narren, wenn sie unterwegs sind, die tragen historische Klamotten, natürlich Häser, Gewänder und eine historische Geschichte mit sich herum. Denn bekannter sind wir eigentlich noch geworden durch das Höhenwellenbad, das ja leider auch nicht mehr gibt. Aber wenn die Leute fragen, wo kommt ihr her, Schönberger Narren? Es gibt ja in Balingen auch einen Schönberg, aber wenn man dann sagt, nein, vom Schönberger Eulenloch weiß jeder Bescheid durch die Naturkatastrophe eben damals. Und Freunde, ja, Schönberg hat hier durch diesen harmlosen Bach Geschichte geschrieben sozusagen auch. Leider nicht immer tolle Geschichten, aber ihr seht, die Natur lebt hier bei uns auf dem Berg und so soll es ja sein. Und jetzt nehme ich euch mit zu dem nächsten Standort, denn es ist nun mal so, dass der Bach eben durch Schönberg läuft und da sehen wir uns jetzt dann wieder und dann gibt es da noch kurz ein Statement und dann schauen wir mal weiter. In diesem Sinne, Freunde, danke fürs Zusehen. Jetzt habt ihr da auch ein bisschen was erfahren, was hier in Schönberg, wie der Bach entsteht und so weiter und so fort. Und jetzt nehme ich euch mit, wo es turbulenter wird, nämlich in der Dorfmitte. Servus und tschüss.